Вулиці червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавих танках. Визволяти братів українців з московських кайдан. А ми ці московські кайдани розірвемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Не хилися, червона калина, маєш білий цвіт. Журися, славна Україна, маєш вільний рід. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Золотистий лан розпочало військо українське з ворогами тан. А ми тую ярою пшеницю і зберемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Червону калину підіймемо, а ми на
наші добровольці у кривавий танк. Визволяти братів українців з ворожих кайдан. А ми наших братів українців визволимо. Danke schön, Oksana Seleska, für diese schöne Slideshow, die wir vorher hatten. Herzlich willkommen an alle. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Catherine Cox, Analystin aus London und Mitglied des WUJ-Teams. Ehe wir anfangen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, wählen Sie bitte Ihre Sprache aus. Wir haben Verdolmetschung auch ins Italienische, Deutsche und so weiter. Sie finden die Sprachen im Globus-Symbol unten auf Ihrem Zoom-Bildschirm. Auf einem Laptop ist es wahrscheinlich am unteren Rand des Bildschirms. Wenn Sie das Globus-Symbol nicht sehen können, suchen Sie bitte nach der Reihe mit den drei Punkten.
Dort finden Sie es dann. Dann begrüße ich ganz besonders natürlich unsere ukrainischen KollegInnen, egal von wo sie zu uns kommen. Wir haben den ganzen Sommer über an Sie gedacht und freuen uns sehr, Sie wiederzusehen. Viele von uns waren im Urlaub, aber im Krieg gibt es keine Pause und keinen Urlaub und Sie haben weitergekämpft, Opfer gebracht, getrauert, Ihre Kunden und Gemeinden für Sie gearbeitet und für Ihre und unsere Identität und Freiheit gelitten. Tyrannische Machthaber versuchen, die Moral der Zivilbevölkerung zu brechen, um den Krieg zu gewinnen. Die Ukrainer bezeichnen ihre Soldaten oft als Helden. Das sind sie natürlich auch. Aber damit die Ukraine sich erfolgreich verteidigen kann, ist es auch für die Mehrheit der Zivilbevölkerung notwendig, Helden zu sein. Die normale Bevölkerung muss unermessliches Leid und Druck aushalten und den laufenden Kampf weiter unterstützen. Egal wie schwierig die Lage für unsere Kollegen und auch unsere ukrainischen Dolmetscher sein mag, sie sind immer fest entschlossen, stark zu bleiben und weigern sich, besiegt zu werden. Dieser Heroismus in der einfachen ukrainischen Bevölkerung hat bisher die Ausbreitung der Tyrannie gestoppt. Die Geschichte zeigt, dass Despoten wie Putin nicht aufhören, bis sie gestoppt werden. Das ist ein großer Erfolg und wir danken Ihnen für Ihren Mut und das Opfer, das Sie bringen. Es ist ein Privileg, heute mit Ihnen zusammen zu sein. Um meine Begrüßung zu beenden, ein herzliches Willkommen an all unsere Kollegen und Freunde, die heute hier sind oder sich die Aufzeichnung ansehen, die anderswo in der Welt gegen Auslöschung oder Unterdrückung durch Tyrannei kämpfen. Wir denken auch an Sie. Wenn es Ihr erstes Mal in einem unserer Seminare ist, herzlich willkommen. Wir hoffen, dass Sie wiederkommen. Und wenn Sie nicht Ukrainer sind, sind Sie natürlich auch herzlich willkommen. Ihre Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist eine wichtige Form der Unterstützung auf persönlicher Ebene für unsere Kollegen und Kolleginnen, aber auch, wie Timothy Snyder, Professor für Geschichte in Harvard, sehr deutlich sagt, als Teil des Kampfes gegen die Tyrannei selber. Wie das Sprichwort sagt, wir sind ein notwendiger Teil der Lösung, weil wir nicht Teil des Problems sein wollen. Es ist mir jetzt ein großes Vergnügen, unsere Vorsitzende für das heutige Webinar vorzustellen, Lisa Marciano. Lisas Stimme wird vielen von Ihnen bekannt sein, wenn Sie wie ich es als sehr angenehm empfinden, bei Autofahrten den Podcast des Jungian Live zu hören. Zusammen mit Deborah Stewart und Joseph Lee spricht Lisa über alles Mögliche von Imposter-Syndrom, KI, Freundschaft, Archetypen, Träume und Mythen bis hin zu Barbie-Film, Trauma, Haare, Schuld und Sex. Das ist alles da. Lisas nächstes Buch hat den Titel The Vital Spark, Reclaim Your Outlaw Energies and Find Your Feminine Fire. Die geächteten Energien zu finden. Ich kann es nicht abwarten. Also bitte, Lisa. Dankeschön. Herzlichen Dank. Und ich möchte allen für ihre Teilnahme an diesem Event danken. Und ich möchte alle begrüßen, die sich uns anschließen. Wir greifen dieses wichtige Thema der inneren und äußeren Demokratie auf und die Bedrohung durch autoritäre Regimes zu einer wichtigen Zeit in diesem fortgesetzten Kampf unserer ukrainischen Kollegen und Kolleginnen. Innere und äußere Demokratie, die angegriffen wird, ist nicht nur in der Ukraine ein Problem, sondern überall auf der Welt. Überall sind wir davon betroffen, dass autoritäre Systeme wieder Rückenwind gewinnen. Und während einer humanitären Krise sich für die Demokratie einzusetzen, das ist ein guter Hintergrund für unsere Diskussion heute. 18 Millionen Menschen brauchen humanitäre Hilfe jetzt in der Krise. 5 Millionen Ukrainer sind intern vertrieben von ihrem Zuhause. Die zivilen Todesfälle sind sehr hoch. Und die Gemeinden werden weiterhin beschossen. Die Unterstützung wird immer knapper und die Mechanismen, um damit klarzukommen, werden erschöpft. Es ist also auch schwierig, die zivile Infrastruktur aufrechtzuerhalten, auf die sich die Bevölkerung verlässt für den Handel, für die Versorgung und so weiter. Russland verletzt internationales Recht dadurch, dass es Lebensmittel als Waffe verwendet, Minen legt und so weiter. Der Krieg wird zu einer sich lange hinziehenden Krise und unsere ukrainischen Kolleginnen und ihre Familien
erleiden Unmögliches. Und das trennt uns von anderen. Eine trauernde Mutter fühlt sich allein, weil andere es einfach nicht aushalten, solchem Schmerz so nahe zu sein. Der Schmerz ist zu groß und zu unerfassbar, sodass wir sagen, ich finde einfach gar keine Worte dafür. Wenn wir so schwere Erluste erleiden, dann werden wir aus dem Kreis des normalen Lebens herausgeschmissen, katapultiert quasi. Wir gehören nicht mehr zu der Welt der Lebenden. Wir sind von unterweltlichen Kräften übernommen worden, mit denen andere nichts zu tun haben wollen. Kollektives Trauma und Verlust ist ähnlich. Wenn unsere Gemeinschaften von Krieg betroffen sind oder wenn wir das Risiko eingehen, dass wir ausgelöscht werden, dann fragen wir uns, ob wir uns vom Rest der Menschheit, ob wir vom Rest der Menschheit ausgeschlossen wurden. Sind wir die Einzigen, die so etwas durchmachen? Wissen andere, dass wir leiden? Macht es ihnen was aus? In solchen Zeiten ist es sehr bedeutsam, wenn sich andere uns zuwenden, statt von uns weg. Wenn Leute versuchen, uns zuzuhören und uns zu trösten, statt uns zu ignorieren oder gar vor uns wegzuschrecken. Wenn wir sehen, was Menschen machen können, dann hilft es uns, dass es auch Leute gibt, die nicht wegschauen, sondern uns einfach die Hand reichen. Barbara Hannah sagt uns, dass 1954 Jung gefragt wurde, ob es jemals einen Kern- oder Atomkrieg gibt. Und das hier ist das, was er darauf gesagt hat. Ich glaube, es kommt darauf an, wie viele Leute die Spannung der Gegensätze in sich selber ertragen können. In anderen Worten, die Antwort auf diese dringenden kollektiven Krisen sitzt ganz tief im Individuum. Donald Kasher wird uns heute dabei helfen, Demokratie im Inneren und im Äußeren zu untersuchen. Die Ukraine setzt sich für demokratische Ideale ein und das ist eine gute Erinnerung daran, wie verletzlich die Demokratie ist und wie unendlich der Kampf der Menschheit nach Freiheit und Selbstausdruck. Ich hoffe, dass Sie sich mir in einer Schweigeminute anschließen, in der Anerkennung aller derer, die gestorben sind, die verletzt wurden oder gefoltert wurden. Und jetzt ist es mir ein Vergnügen, unsere Redner und Panelisten vorzustellen. Oksana Saleska arbeitet schon seit über 26 Jahren mit Kindern. Die letzten 9 Jahre hat sie mit Kriegsfolgen gearbeitet. Sie hat die jungianische Methode der serialen Zeichnungen angepasst für Kinder, die von Krieg betroffen sind, ist Co-Autor des psychosozialen Programmes Safe Space, das in der Ukraine im Bildungssystem umgesetzt wurde seit 2015 und darauf abzielt, Trauma und posttraumatischen Stress bei Kindern zu vermeiden. Sie ist in der Ukraine aufgewachsen, ist aber jetzt in Irland. Sie ist jungianische Analystin ausgebildet in der ukrainischen Gruppe. Sie befasst sich insbesondere mit Trauma, Narzissmus und Immigration. Und Donald Kulchers Arbeiten sind uns allen bekannt. Er hat viele Beiträge zur
Theorie geleistet. Ich hatte das Glück, mehrfach seine Studentin zu sein und freue mich immer über seine Einblicke, seine Wärme und Humanität. Was er uns heute präsentiert, ist ein weiterer wichtiger Beitrag zu unserem Bereich, wo eine wichtige Dynamik im Kollektiv angegangen wird. Jetzt gebe ich an dich ab, Donald. Dankeschön, ich weiß das zu schätzen und danke an all die Leute, die das organisiert haben. Ich freue mich sehr, Teil dieses Webinars zu sein und alles das, was damit zu tun hat, unsere Kollegen und Kolleginnen in der Ukraine zu unterstützen. An diesem Punkt in der Geschichte kämpft die Demokratie überall auf der Welt gegen die Bedrohung durch autoritäre Regimes. In der Ukraine findet dieser Kampf jeden Tag gegen ein brutales autoritäres Regime statt, mit ukrainischen Soldaten in Schützengräben und Frauen und Kindern, die auf den Straßen ums Leben kommen. Hinter den Qualen und dem unsäglichen Leid dieses Kampfes für Demokratie verbirgt sich ein tiefer moralischer und spiritueller Wert, den diejenigen von uns, die das Glück haben, in Demokratien zu leben, manchmal erleben. Und für den letztlich unsere ukrainischen Kollegen und Kolleginnen kämpfen. Es handelt sich um einen tiefen Wert, der den menschlichen und zwischenmenschlichen Kämpfen und Konflikten in ihnen, die durch die Freiheit in einem demokratischen System ermöglicht werden, nur angedeutet wird. Und selbst dann nur in bestimmten zu Herzen gehenden Momenten wie Abraham Lincoln in Gettysburg oder Nelson Mandela in seiner Antrittsrede am Kap der Guten Hoffnung 1994 oder Barack Obamas Sieg in der Wahlnacht im Grand Park in Chicago. Diese Momente haben etwas Transzendentes an sich, das aus einem Kampf zwischen Gegensätzen hervorzugehen scheint, die sich mit einem in einem geheimnisvollen Dritten auflösen. Es sind heilende Momente, wenn tiefe Gefühle berührt werden. Es sind auch Momente, in denen sich der Geist erhebt. In autoritären Regierungen erhebt sich der Geist nicht, er marschiert. Die demokratischen Momente der Transzendenz, die ich beschreibe, bewegen uns auf eine Art, die nur ein Leben in Freiheit, wie nur ein Leben in Freiheit uns bewegen kann. Und Demokratie lässt sich am besten als ständiger Kampf um diese Freiheit verstehen. Ein Kampf gegen die unvermeidliche Bedrohung durch Autoritarismus. Ein Kampf, der niemals endet. Und auch immer ein Kampf innerhalb der Demokratie selbst. Ich möchte heute versuchen, über diesen Kampf zu sprechen und ihn mit einem Fall aus der Psychotherapie zu illustrieren, in dem dieser tiefe Wert durchschien in bestimmten Momenten. Ich habe dabei verstanden, dass der Kampf für eine Demokratie der Psyche und für den tiefen moralischen und spirituellen Wert, der einem demokratischen Prozess innewohnt, mit der Beziehung zwischen Demokratie und Bewusstsein zu tun hat. Eine Beziehung, die für Jung sehr wertvoll war. Im letztes Jahr, als der derzeitige Krieg in der Ukraine begann, habe ich in einem Brief an ukrainische Kollegen versucht, diesen unaussprechlichen Zusammenhang zwischen Demokratie und Bewusstsein auszudrücken. Ich wiederhole den entsprechenden Absatz in dem Brief hier. Ich zitiere: Euer Kampf ist ein Teil dieser Revolution des Bewusstseins. Diktatoren werden sich immer gegen dieses neue Bewusstsein erheben, weil sie Angst davor haben. Aber der Kampf für Demokratie, für Gleichheit, Vielfalt und für heilige Realität, dass alle Menschen auf diesem Planeten den Funken eines gottgegebenen Rechts auf Leben und Freiheit in sich tragen, ist viel größer als jede einzelne Schlacht. Und er muss in jeder Generation immer wieder geführt werden. Diejenigen unter Ihnen, die mit traumatisierten Menschen arbeiten, wissen, dass dies derselbe Kampf ist, der in der inneren Welt stattfindet, zwischen einem lebensfördernden, neuen demokratischen Bewusstsein und einer gewalttätigen, unterdrückerischen Antilebenskraft in der Psyche. Jetzt tragen Sie diesen Kampf auf der Straße aus. Sie kämpfen um mehr als nur ums Überleben. Sie kämpfen für eine Neugeburt der Freiheit und für ein neues und revolutionäres Bewusstsein, das sich langsam auf dieser Erde vollzieht, gegen enorme Widerstände. Sie kämpfen für ein transzendentes moralisches Zentrum für ihre Nation. Trotz des derzeitigen Traumas kämpfen sie für die Seele. Ich grüße Sie. In der Traumaarbeit mit einzelnen Patienten, die ich durchführe, erkenne ich, dass ich meinen Patienten häufig helfe, für die Demokratie der Psyche
gegen die Tyrannie eines autoritären inneren Abwehrsystems zu kämpfen, das um existenzielle Ängste und Befürchtungen herum organisiert ist. Dieses System, das ich Selbstfürsorgesystem nenne, ist ein Versuch, von dem, was Jung das ursprüngliche Selbst genannt hat, die Säuglingssprache nach dem Chaos, dem Schmerz und der Fragmentierung des frühen Traumas zu regulieren. Der primäre Agent dieser Regulierung ist die Abwehr der Dissoziation. Wenn wir uns die inneren Systeme der Dissoziation ansehen, die zur Regulierung der Persönlichkeit nach einem Trauma entstehen, können wir besser verstehen, wie Autoritarismus Wurzeln schlägt. Zuerst in der Psyche und dann in der Welt. In meinem Vortrag heute beschreibe ich meine Arbeit mit einem Mann, dessen Psyche von einem solchen autoritären System der gewalttätigen Abwehr übernommen worden war. In seiner inneren Welt wurden die verletzlichen kindlichen Anteile von einem mächtigen inneren Tyrannen rücksichtslos und böswillig unterdrückt. Diese sensiblen, seelenvollen Teile meines Patienten waren der Schlüssel zu einem erfüllteren Leben, das er wollte, aber sie hatten keinen rechtmäßigen Platz in seiner inneren Legislative, keine Stimme im Parlament seiner Psyche, als wir mit der Arbeit anfingen. Diese bedürftigen und abhängigen Teile von ihm brachten ihn immer wieder in Schwierigkeiten. So saß zumindest sein kontrollierender innerer Tyrann. Und so mussten sie rücksichtslos unterdrückt, wenn nötig sogar eliminiert werden. Wir haben ein Wort für diese Art Eliminierung in der Psyche. Man nennt es Dissoziation. Sie führt unweigerlich zu Autoritarismus. Jung hat viel über Dissoziation im Zusammenhang mit den Komplexen gesprochen, wie er sie nennt. Aber die Dissoziation, von der ich heute spreche, ist eine schwierigere Form, entwicklungsbedingt früher im Leben eines Kindes, lange ehe die Erfahrungen des Kindes überhaupt zu komplexen geworden sind und viel gewalttätiger als mildere Abwehrmechanismen wie die Verdrängung. Sie dient dazu, unser Bewusstsein für unträgliche Schmerzen abzutöten oder schmerzhafte Gefühle im Allgemeinen zu betäuben, sodass sie nie wirklich ins Bewusstsein dringen. Diese Art der Dissoziation scheint also alle Verbindungen zwischen unerwünschten, verletzlichen Teilen des Selbst und dem Ego anzugreifen. Dissoziation fängt an als Versuch der Selbstregulierung. Aber weil die Dissoziation eine Verteidigung ist, besteht ihre einzige Wirkung in der Verneinung, der Trennung vom Gefühl, der Abschottung, der Verengung und der Fragmentierung. Sie kann nichts erschaffen oder nichts neu zusammenbauen. Sie versucht, Gefühle von Schmerz und Angst zu kontrollieren, indem sie die verletzlichen Teile des Selbst kontrolliert und beherrscht, von denen sie denkt, dass sie die Ursache für diesen Schmerz und die Angst sind. Das führt zu einer Art Autoimmunerkrankung der Psyche, wo ein Teil des Ganzen einen weniger akzeptablen Teil angreift. Eine solche innere Unterdrückung ist das Wesen des Autoritarismus und stellt eine langsame Form des Selbstmords dar. Im Therapieprozess mit meinem Patienten Mike, wo wir diesen Kampf hatten, um die Rettung einer Demokratie der Psyche vor der autoritären Tyrannei, das war ein Kampf für ein inklusiveres, akzeptierenderes inneres System, wo selbst die Geringsten, die Jesus in Matthäus 25, Vers 40 angesprochen hat, eine Stimme für die Selbstregierung bekommen. Mit Mike habe ich mich dafür eingesetzt, ein zwischenmenschliches Gefäß zu schaffen, das die polaren Gegensätze seiner inneren Welt und meiner aufnehmen konnte. Seine innere Welt war ein brodelnder Kessel von Gegensätzen. Einige von ihnen waren sich der anderen gar nicht bewusst. Da war seine unschuldige kindliche Verletzlichkeit, der primitive Gewalt entgegenstand oder die von sentimentaler Liebe erstickt wurde, sein hoffnungsvolles Streben nach Liebe, dem rücksichtslose Selbstgenügsamkeit entgegenstand, sein zartes, liebevolles Wesen, dem seine machohafte Härte und steinerne Gleichgültigkeit entgegenstand. Mike hatte nie eine liebevolle Beziehung zu einem Elternteil oder einer Person, die stark genug war, dem Sturm und Drang dieser primitiven, widersprüchlichen Teile seiner selbst zu bändigen. In einer Beziehung.
Er konnte nie weinen oder schreien, bedürftig oder abhängig sein oder gegen seine Zwänge wüten und dabei gehört zu werden und jemandem seine Gefühle zeigen zu können. Er hat es immer wieder versucht, sich auszudrücken, aber die Gefühle wurden ihm von seinem Vater ausgeprügelt. Was also als innerer Konflikt anfing, wurde ein Konflikt mit der Welt. Er war nicht mehr im Kampf gegen sich selber, sondern mit einer unfühlsamen Welt, gegen die Menschen, die ihm am wichtigsten waren, einschließlich ich. Man konnte sehen, dass das immer stärker externalisiert wurde, die inneren Dinge, die in seiner Welt die Welt zerstörten und sein Leben verursachten. Also welche Art Psyche kann solche Gegensätze enthalten? Welche Art Psyche kann also solche Gegensätze in sich behalten? Jung war hier sehr klar. Nach Jung kann eine normale, gesunde Persönlichkeit so gesehen werden wie ein Archipel von Inseln in einem See des Unbewussten. Bilder, Erinnerungsteile. Ein zentrales, bezeugendes Ich formt sich in eine Identität. Diese Identität hat viele Facetten. Manche sind unterlegen, manche sind im Konflikt mit anderen Teilen. Wenn das aufwachsende Kind das Glück hat, einen liebenden jemanden zu haben, der es um sich sorgt, dann kann das alles klappen, ohne dass es vom Bewusstsein ausgeschlossen wird. Das ist, was Jung mit der Demokratie der Psyche meinte. Es ist eine Konfliktpsychologie. Autoritarismus kann Konflikte nicht tolerieren. Das psychologische Wort hierfür ist Projektion und der Mechanismus ist Dissoziation. Was für das Individuum stimmt, stimmt auch für die Gruppe, wenn eine neue Nation auf das Parkett der Geschichte kommt. Im kollektiven Leben kennen wir diese Teile als verschiedene Stämme oder Gruppen, Untergruppen mit verschiedenen Religionen oder sexuellen Präferenzen. Und das kann miteinander koexistieren. Der Konflikt ist nicht vermeidbar, aber die Frage ist, ob durch die Institutionen, Gesetze und gründenden Dokumente einer Kultur dieser in sich behalten werden kann. Jung lebte in der Schweiz, eine der am längsten existierenden Demokratien. In einem BBC-Gespräch 1974 sagte er, in der Schweiz haben wir uns die perfekte Demokratie erschaffen, in der unsere kriegerischen Instinkte sich in Form hindernischer Streitereien ausleben, die politisches Leben genannt werden. Wir bekämpfen uns gegenseitig innerhalb der Grenzen von Gesetz und Verfassung und wir sind geneigt, Demokratie als chronischen Zustand eines gemäßigten Bürgerkriegs anzusehen. Wir sind weit davon entfernt, mit uns selbst im Reinen zu sein. Andererseits hassen und bekämpfen wir uns gegenseitig, weil wir den nach innen gerichteten Krieg erfolgreich gemeistert haben. Der nach innen gerichtete Krieg. Der Prozess, die Gegenteile im Inneren zu erleben, definiert für Jung also Demokratie. Es erfordert viel Mut, emotionale Kompetenz und Resilienz, das zu tun. Emotionale Kompetenz ist etwas, das entwickelt werden kann. Und es beinhaltet psychologisches Leiden. Deshalb erlangt man es schwer und verliert es aber schnell wieder. Diese Kompetenz hilft, ein Individuum zu definieren und auch eine Gruppe zu definieren. Es gibt aber mehr bei Demokratie, das es zu einer hochpsychologischen Institution macht. Wir müssen die Spannung zwischen Gegensätzen in uns halten, auch in der Welt. Und diese Dynamik erzeugt auch Bewusstsein.
Jung war der Einzige, Jung hat verstanden, dass Demokratie eine Errungenschaft ist gegenüber anderen Systemen. Bewusste Fortschritte als zwei gegensätzliche Seiten lange genug in Spannung gehalten werden, um das transzendente Dritte etwas zu produzieren. Und Jung nannte das das transzendente Dritte. Und es ist so, wie Bewusstsein in der Psyche und auch in der Welt sich zeigt. Das war dieser tief moralische und spirituelle Wert, den Jung meinte. Und Demokratie ist also nicht nur das Organisieren einzelner Teile in einem Selbst oder der Nation, sondern in ihrem besten Zustand, das innere und outere Demokratie, das, was Gefühle, diese Gegensätze fördert. Im Namen der Ordnung und der Kontrolle wird diese Dissoziation aufgelöst. Die Dissoziation der Gegensätze steigert Unbewusstsein. So kann innere Demokratie der Psyche gefördert werden. Wenn der Konflikt geheilt werden soll, muss sich das in die Psyche des Individuums zeigen. Hier muss der Konflikt in die Psyche gehen, ein eigenes letztes Abendmahl mit sich feiern und das Unterlegene in sich anerkennen. Das ist kein populäres Rezept dafür, ein Land oder ein persönliches Leben zu führen. Und jetzt habe ich hier eine Folie, die ich gerne zeigen möchte. Das System der autoritären Abwehrmechanismen, das ich bei meinen Traumapatientinnen gesehen habe, nenne ich Self-Care-System, Selbstfürsorgesystem. Hier ist ein Bild, das zwei archetypische Mächte zeigt. Das ist von William Blake und man sieht hier den guten und den bösen Engel, die um den Besitz des Kindes streiten. Der dunkle Engel zeigt das Primitive, das Dunkle. Das Kind ist die Verwundbarkeit des Menschen. Die beiden Engel sind in der vulkanischen Eruption des Traumas geboren. Es ist wichtig, dass man sieht, dass diese Teile zum kollektiven Bewusstsein der Psyche gehören. Es sind die Abwehrmechanismen des Selbst, wie Michael Fortin sagte. Sie müssen vermenschlicht werden und das Selbst unter Kontrolle bringen. Aber dieser Prozess der Vermenschlichung wird Scham mit sich bringen. Sie sind autoritäre Wesen aus dem kollektiven Unbewussten und sie möchten nicht demokratisiert werden. Um das verwundbare Kind in seiner Sorge zu dissoziieren, wird dieses System die gegensätzlichen Energien repräsentieren. Ein Engel ist aggressiv und gewalttätig, der Dunkle. Der andere ist eine Illusion. Und steht für Abhängigkeiten zum Beispiel. Das ist die Aufgabe des hellen Engels auf der rechten Seite. Und in seinen Arm liegt das Kind. Ein Engel beschützt und der andere kapselt ab. Aber beide dienen dem Projizieren des Dissoziierens des Ich. Die Dunkelheit und Gewalt in dem dunklen Engel war für mich sehr schockierend, als ich ihn zuerst in Traumapatientinnen gesehen habe. Aber ich sah dann, dass viele PsychoanalytikerInnen das auch festgestellt haben.
Michael Sebeck hat hier von inneren totalitären Objekten gesprochen, als internalisierte Elternobjekte. Bion hat von einem destruktiven Super-Ich gesprochen, einem inneren Gott, der die Verbindungen zwischen allen Teilen der inneren Welt attackiert. Fairbairn sagte, es ist ein interner Saboteur, der das unschuldige, triebhafte Ich angreift. Ann Howard beschrieb es als internes faschistisches Regime. Meine eigene Arbeit hat diese innere Figur als archetypische Abwehr definiert, personifiziert in Dantes göttlicher Komödie als schreckliches Monster, Disc. Und diese handelt in einer höllenhaften inneren Welt voller verfremdeter Gefühle und fragmentierter Teile traumatischer Erinnerung. Dis ist hier ein sehr passender Name für ihn, der Herr der Dissoziation. Die Stimme von Dis in der inneren Welt des Patienten ist negativ und kritisch. Wenn das Kind in seine Arme flieht, dann ist es sofort von Scham erfüllt und dem inneren Gefühl, schlecht zu sein und wertlos. Im Gegensatz dazu versucht der leuchtende Engel, das Kind mit alternativen Idealen und Realitäten zu trösten, die weniger schmerzhaft sind. Er ist im Gegensatz zum dunklen Engel. Obwohl das vielleicht illusorische Hoffnung ist. Eine falsche Hoffnung, wie Martha Stoke es gekeilt hat. Der Engel ist verantwortlich für spirituelles Bypassing. Also, wo man sich bemüht, schmerzhafte Gefühle im Körper zu vermeiden, indem man sich in seinen Kopf zurückzieht, in die spirituelle Welt. Das macht man also, wann immer die Realität zu schmerzhaft wird, um sie zu akzeptieren. Die beiden Engel arbeiten hier also im Tandem. Große Emotionen sind in uns allen vorhanden. Sie definieren zwei Extreme der autoritären Einstellung. In einer gesünderen Person vielleicht als gesunde Aggression, auf der anderen Seite vielleicht kreative Vorstellungskraft. In traumatisierten Personen ist diese Welt aber gekapert von Angst und diese archetypischen Mächte sind nicht für authentisches Leben zur Verfügung, sondern sie werden für defensive Zwecke verwendet. Es gibt Idealisierung oder Diabolisierung, aber nichts dazwischen. Das ist, wo wir leben, hier. Im Zentrum der Erde, wo menschliche Liebe und menschlicher Hass gleichsam möglich sind. Auf unserem Bild des Selbstversorgungssystems sehen wir, wie das Kind in die Arme des hellen Engels flüchtet. Wie ich erwähnt habe, ist dieses Kind der Patient. Und wie Jesus das Trauma benannt hat als die geringsten Teile von einem. Man muss hier also einen Kompromiss mit dem anderen Engel finden, der das Kind nicht in Beziehung mit jemandem außerhalb des Systems bringen möchte. Als fehlendes drittes Teil kann dieses Mysterium hier als Qualität erscheinen, eine transpersonale Dimension. Jungs Essay zum kindlichen Archetyp ist eine Anstrengung, um das Mysterium zu erschließen. Er spricht also vom göttlichen Kind als einem Bild der
menschlichen Seele. Ich möchte jetzt über meine Arbeit mit Mike sprechen und erzählen, wie die Psychotherapie mit ihm ablief, wie er sich transformiert hat. Er war ein liebenswerter, attraktiver, hypermaskuliner, narzisstischer Mann, als ich ihn das erste Mal getroffen habe. Seine Frau hatte ihn zu mir geschickt aufgrund von Wutproblemen, die Vorfälle auf der Straße beinhalteten. Aber zusätzlich zu diesen Straßenvorfällen mit anderen Personen, das Hauptproblem, gab es auch noch ein anderes Problem für Mike. Und zwar hatte er große Angst, dass er sein neugeborenes Baby verlieren könnte. Es litt an starker Gelbsucht und war sehr fragil. Es war jetzt aber außer Gefahr und sicher zu Hause. Mike konnte aber nicht aufhören, sich Sorgen zu machen. Er stand also viele schlaflose Nächte lang über der Krippe des Kindes, über seinem Bettchen und überprüfte, ob es auch tatsächlich atmete und weinte, wenn er sich vorstellte, er könnte es verlieren. Am Anfang unserer Sitzungen war Mike so dysreguliert von Stürmen des Affekts und fragmentierten Teilen seiner traumatischen Erinnerung, dass er hin und zurück laufen musste oder sich nach vorne und nach hinten wiegen musste, wie ein eingeschlossenes Tier, während wir sprachen. Er hat dann aber geschafft, mir zu erzählen, dass er ab dem Alter von 2 Jahren häufig von seinem Vater mit einem Holzpaddel geschlagen wurde. Während er das erzählte, weinte er aber nicht und betonte, dass sein Vater es nie schaffte, ihn zu brechen. Mike fühlte sich hingezogener zu seiner Mutter, wurde aber untröstlich, als dann ein Bruder geboren wurde. Er ist dann zum Beispiel zu seinen Nachbarn weggelaufen und hatte Wutausbrüche. Sein Vater hat ihn immer schwer bestraft. Zum Beispiel hat er ein Band um seinen Hals gelegt und ihn an einer Hundekette im Garten gelassen, was natürlich ihm viel Scham bereitete. Auch in der Schule hat Mike viel Scham erfahren, durch andere Schülerinnen und auch durch Lehrkräfte. Also war Scham ein großer Teil seiner Jugend. Er wollte sich dann rächen, er wollte ausbrechen. Und ist daraufhin zum Beispiel häufig in der Schule in der Nacht eingebrochen und hat auf die Tische fekiert. Er wurde ein sehr geübter Einbrecher. Und bevor er 18 war, hatte er schon viele Verbrechen begangen. Seine Mutter und der Priester haben ihn immer wieder rausgeholt. Aber sein Vater hat immer wieder gezeigt, wie angeekelt er von Mike war. Mike hat oft ein schreckliches Detail über seine Kindheit verraten und dabei aber eine ziemliche zynische, macho-ähnliche Art an den Tag gelegt. So wie das mit dem Anketten als Hund. Dann hat er aber aus dem Ecke seines Blicks gesehen, wie schmerzhaft ich geschaut habe. Und das hat ihm dann dabei geholfen, dass er einen Teil seines eigenen Schmerzes und seiner Trauer zulassen konnte und sich fallen lassen konnte. Dieser innere Junge hat sich Das ist jetzt der Traum. Wir sind in einem riesigen Hotel. Sagte, ich bin Leibwächter für dieses Kind. Irgendwie scheint das Kind heilig oder besonders zu sein. Fast wie Jesus Christus befindet sich im Nebenzimmer das Kind. Irgendwie weiß es nicht, wer es ist. Ich spüre die Anwesenheit einer bösen Person.
die dabei ist. Und dann gibt es eine Explosion, die von dem Bösen ausgelöst wird. Ich renne in das Zimmer des Kindes. Es ist 5 bis 7 Jahre alt. Die Explosion war direkt neben ihm. Das Kind steht unter Schock. Ich erkenne ihn und weiß, wer er ist. Die Bilder seines Lebens ziehen an mir vorbei. Ich setze mich neben den Jungen und weiß, dass die Explosion nur ein Scherz sein sollte. Wenn sie das Kind wirklich hätten töten wollen, hätten sie es gemacht. Jetzt fange ich den Jungen zu schütteln. Wer bist du? Schreie ich. Weißt du, wer du bist? Seine Augen bleiben starr, dann rollen sie in seinen Hinterkopf hoch. Ich sehe ein kleines Lächeln auf dem Gesicht. Vielleicht bin ich durchgekommen, aber er schaut mich nicht an. Ich fühle mich so frustriert. Ich verlasse das Zimmer und weine vor Hilflosigkeit. Ich kann einfach keinen Kontakt mit diesem Kind herstellen. In einem letzten Teil versuche ich dann, diesen Traum einem Mann im Obergeschoss zu erzählen. Eine anwesende Frau hat mir aufgetragen, ihm die ganze Geschichte zu erzählen. Ich bin erleichtert über diese Aussicht, aber ich bin blockiert, als hätte ich einen Elektroschock oder Amnesie gehabt. Ich kann mich nicht an die Lebensgeschichte des Jungen erinnern. Vielleicht sollte ich zurückgehen, denke ich, um seine Geschichte zu erfahren. Aber wenn ich das tue, werde ich dem Bösen nie entkommen. Ich wache schweißgebadet auf. Dieser Traum und andere danach waren mein erster Blick, damals in den 80er Jahren, darauf, wie Dissoziationen funktionieren, um zu verhindern, dass man sich an traumatische Erinnerungen erinnert und wie dies mit Hilfe von gewalttätigen, wütenden Affekten getan wird, die versuchen, die verletzenden Gefühlserinnerungen zu töten, zu sprengen oder zu vernichten. Mikes Fall sehen wir, wie die fragmentierten Teile der Gefühlserinnerung ins Bewusstsein kommen. Und wir bekommen ein Bild in diesem Traum von diesem inneren Kampf. Er wird zu einem symbolischen Behälter für die Gegensätze und zu einem Mini-Drama, das die Demokratie der Psyche fördert. In der Übertragung erlaubte Mike sich, den echten Kummer, die Traurigkeit und den Schmerz seines frühkindlichen Selbst zu fühlen, unter seinem Hass und seiner Wut. Das wurde in seinem Traum als das besondere Kind in Trance dargestellt. Das schien jedoch sich den Bösen dagegen aufzubringen, der versucht, das Kind zu vernichten. Später will das Traum-Ich einem Mann im Obergeschoss die ganze Geschichte erzählen, eine Anspielung auf mich, dachte Mike, denn dort befand sich mein Büro. Aber wird er daran gehindert, weil der Träumer einen Elektroschock oder eine Amnesie oder so etwas erlitten zu haben scheint? Klare Anspielung auf Dissoziation. Mit dem Beginn der Heilung beginnt also auch der Kampf mit den Abwehrmechanismen. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie es ist, für die Demokratie der Psyche zu kämpfen. Mit dem Beginn seiner Therapie beginnt auch das integrative Verlangen der Psyche nach Ganzheit, inneres Verlangen des Traum-Ichs, sich mit diesen entfremdeten, verletzten, allzu menschlichen, minderheitlichen Teilen seiner selbst zu verbinden, sie zu erlösen und in die menschliche Gemeinschaft zurückzuführen. Aber das autoritäre System, das von der Dissoziation lebt, wehrt sich mit aller Macht. Auf jeden Fall spürte Mike im Verlauf unseres Prozesses die Anwesenheit seines beschämten, verletzten inneren Kindes und fühlte sich viel mehr in seinem Körper. Seine Augen liefen jetzt während der Sitzungen häufig über. Und wenn immer das geschah, übernahm sein dunkler Engel die Kontrolle. Er stand auf, lief durch das Zimmer, wurde wütend, ballte die Fäuste, setzte sich dann wieder hin, um noch mehr zu weinen, um dann noch wütender und heftiger umherzulaufen. Verlässliche Gefühle und Abwehr dagegen, immer und immer wieder, Liebe und Hass treffen aufeinander. Irgendwann konnten wir gemeinsam über diese Ausbrüche lachen. Ich sagte ihm, dass er wie der berühmte irische Krieger Cuchulainn war, der auf dem Schlachtfeld in Wutkrämpfe geriet. Und als er von der Schlacht zurückkehrte, musste er in 3 Bottiche kalten Wassers getaucht werden. Der erste, um Dampf abzulassen, bis er dann wieder für die Zivilisation bereit war. Manchmal waren unsere Sitzungen wie diese kalten Wasserbottiche. Manchmal war Mike am Ende wieder bereit für die Zivilisation. Er mochte es, wenn ich ihn Cuchulainn nannte. Er wollte gern mit einem berühmten Krieger verglichen werden.
Mit Mikes dämonischer Verteidigung zu verhandeln war, als würde man in ein afghanisches Dorf gehen und mit einem afghanischen Kriegsherrn verhandeln, während man ein Treffen mit seinen Frauen und Kindern sucht. Man musste damit anfangen, die lebensrettende Rolle des Kriegsherrn im Leben seines Dorfes und seiner Familie anzuerkennen und diesem dunklen Engel vollen Respekt zu zollen. Diesen dunklen Engel dabei. Nach dieser Anerkennung und Wertschätzung schien sich der Schutzpatriarch langsam zu entspannen und begann den Kontakt mit den Kindern zu erlauben, die sich im Hinterzimmer hinter einem Stapel Teppiche verstecken. In den ersten Jahren unserer Arbeit zusammen hatte ich keine Konfrontation mit Mikes innerem afghanischen Kriegsherrn. Ich wusste, wie empfindlich er war, wenn ich sein Opfer-Täter-Narrativ angriff und versuchte, seine jüngeren verletzlichen Gefühle anzusprechen. Das gesamte System war darauf ausgerichtet, die Unschuld im Kern seines Systems zu schützen. Wenn ich also andeutete, dass er für etwas, das schiefgelaufen war, verantwortlich war, also einen Streit mit seiner Frau, Meinungsverschiedenheit mit dem Chef, geriet er innerlich in Wallung, hat es aber nie äußerlich gezeigt. Im Nachhinein glaube ich, dass ich ausreichend Angst vor seiner Wut hatte, um diese Momente nicht zu forcieren. Man könnte sagen, dass Mikes Aggression von der positiven Übertragung an mich abgespaltet waren und sich in seinen Wutausbrüchen im Straßenverkehr nach der Therapie äußerten. Da er aber immer wieder zu mir kam und von solchen Vorfällen berichtete, trotz all unserer Arbeit daran, hatte ich meine eigene Version von paranoider Angst und beschämendem Versagen. Wie viele Männer, die im jungen Leben traumatische Demütigungen erlitten hatten, konnte fast jede Frustration in unserer modernen Welt Mikes Demütigung, Scham und Hilflosigkeit auslösen. Und sofort kam die tyrannische Wut hoch. Er drückte auf das Gaspedal, hoch ging der Mittelfinger und hoch ging das F-Wort, bis er und andere Fahrer häufig am Straßenrand anhielten und Mike wie ein wilder Stier brüllte. Wenn der andere Fahrer dann auch wütend wurde, kam es unweigerlich zu einer Schlägerei. Archetypische Energien strömten durch Mike und er war vorübergehend nicht mehr bei Sinnen und sein dunkler Engel übernahm die Kontrolle. Eine Zeit lang nahmen die Wutausbrüche ab, aber wenn eine stressige Phase in Mikes Leben eintrat, bei der Arbeit, in der Ehe oder mit den Kindern, fiel er häufig in das alte Muster wieder zurück. Ich begann mich als sein Therapeut ineffektiv und hilflos, unzulänglich zu fühlen. Er erzählte mir, dass seine Frau sich fragte, warum die Therapie nicht anschlug, und ich fing an, mir dieselbe Frage zu stellen. Ich hatte angefangen, über Medikamente nachzudenken oder an wen ich ihn überweisen könnte. Und dann kam eine Sitzung, wo der dunkle Engel unseren Prozess übernahm. Mark kam rein und gestand hochmütig mit einem zynischen Grinsen einen weiteren Vorfall von Verkehrsrauditum, wo er einen anderen Mann, der nur halb so groß war wie er, terrorisiert hatte. Er war völlig aktiviert und ich konnte kein Bedauern, keine Schuldgefühle oder Reue sehen, nur den aufgepumpten Hyperrausch dieser süchtig machenden Gewalt. Als er mein Unbehagen spürte, wechselte er das Thema auf ein dringendes Problem mit seiner Frau. Ich saß da und versuchte, die altbekannten Gefühle der Hilflosigkeit und Irritation damit zuzuhören. Mir kam der Gedanke, dass er Psychopath sei, einfach zu beschädigt, um therapiert zu werden. Ich hatte ihm dann gesagt, dass er das wichtigste Thema, über das wir reden wollten, nicht angesprochen hatte. Und er sagte, was ist denn das mit völliger zynischer Irritation? Und an diesem Punkt bin ich ausgerastet. Zumindest meinen analytischen Verstand hatte ich verloren. Jetzt war ich völlig aktiviert und unfähig, meine Emotionen zu kontrollieren. Also hör mal, habe ich gesagt, du hast alles bedroht, was du mit in deinem Leben geschaffen hast. Deinen Beruf, deine Familie, Beziehung zu deiner Frau, die Jungs, deine Beziehung zu mir. Und das alles für das kleine Hochgefühl deiner Scheißwut. Hast du vor, dich an mir zu rächen oder eine Art kranker Gerechtigkeit auszuüben, aber in Wirklichkeit bist du nur
wie ein zweijähriges Kind verwöhnt. Du bist einfach emotional inkontinent. Das ist dein Problem. Also nicht wirklich ein sonderlich analytischer Beitrag. Fuck you, hat er gesagt, drehte seinen Kopf wütend weg. Ich hau ab, stürzte aus seinem Stuhl, schlug die Tür hinter sich zu und schloss sich auf der Toilette auf der anderen Seite des Wartezimmers ein. Gott sei Dank war sonst niemand da und ich habe eine Weile da gesessen und nur gezittert. Dann bin ich aufgestanden und ihm gefolgt. Er saß auf dem Toilettendeckel. Also ich habe gesagt, Mike, es tut mir echt leid. Du hast diesen Ausbruch nicht wirklich verdient. Der war nicht besser als deiner auf der Straße. Lass uns das nicht unsere Verbindung zerstören. Lass mich rein, damit wir das gemeinsam durcharbeiten können. Da läuft viel zu viel für uns. Da steht viel auf dem Spiel. Kurz danach hörte ich, wie die Tür aufgeschlossen wurde und ich ging rein. Er saß auf der Toilettenbrille, den Kopf in der Hand. Ich setzte mich auf die Badewanne. Ein paar Minuten vergingen, bis wir beide wieder in unseren Körper zurückgekehrt waren. Und dann bemerkte ich, dass sich Mikes Augen mit Tränen füllten. Ich wartete, dass er etwas sagte, aber da kam nichts. Was fühlst du? Fragte ich. Er schaute auf zu mir und sah dann, dass auch mir die Tränen kamen. Ich weiß nicht, sagte er, traurig. Trauer wegen meinem Vater, denke ich mal. Und dann fing Mike wirklich an zu schluchzen. Ja, also niemand hat sich je darum gekümmert. Ich musste mich um alles ganz allein kümmern. Ich habe immer nach Hilfe geschrien, aber habe sie nie bekommen. 4 Verhaftungen, ehe ich 18 war. Und mein Vater hat nie mit mir darüber geredet. Er konnte mich nur schlecht machen. Du machst mich nicht schlecht. Du machst mich nicht schlecht. Jetzt kamen mir wirklich die Tränen. Plötzlich hatte ich diesen Schwall von Erleichterung und Dankbarkeit in meiner Brust. Erleichterung, weil ich ihn wirklich in meiner Vorstellung schlecht gemacht hatte und mich deswegen geschämt hatte. Ich hatte ihn sogar einen Moment gehasst, ihn in einen dunklen Engel verwandelt. Und es hatte ihn nicht zerstört und es hatte auch uns nicht zerstört. Sowohl Liebe als auch Hass, das Gute, das Böse wurden in diesem Moment für jeden von uns zusammengehalten. Aber die Liebe war stärker und so blieb die Beziehung erhalten und wurde sogar noch vertieft. Das war ein Moment wie der, den ich zu Anfang hier beschrieben hatte. Ein paradoxer Moment gemeinsamer Verletzlichkeit und doch Transzendenz. Mike nahm meine Hand und wir haben uns einfach in diesem feuchten, schönen Moment angesehen. Das war wie der Balsam von Gilead. Heilung und Versöhnung ergossen sich über uns beide. Trauma wiederholt, durchgespielt, aber repariert. Genau dort in der Sitzung. Der kleine Junge und der mörderische Beschützer, Verfolgerengel in uns beiden anwesend und konnten sich kennenlernen. Eine Möglichkeit, sich vorzustellen, was Mike und ich gemeinsam durchgelebt hatten, wäre folgendes. Das Trauma nicht geteilter Emotionalität mit seinem Vater war zu schmerzhaft, um sich daran zu erinnern. Deswegen wurde es dissoziiert. Aber die Trennung und die Sehnsucht nach der Heilung blieben. Stattdessen suchte Mike nach einer Beziehung unbewusst, wo er das Ganze neu durchleben konnte, aber mit einem anderen Ergebnis. Wiederholung, sagt der verstorbene Bostoner Analytiker Paul Russell, hat mit dem zu tun, was wir nicht fühlen können. Es wird also wiederholt und im Verhalten ohne Bewusstsein wiederholt. Dieser Wiederholungszwang, sagt Russell, ist ein organisiertes System affektiver Inkompetenz und eines Gefühlssystems, das nicht richtig funktioniert. Einige Monate später, gegen Ende seiner Analyse, hatte Mike einen wichtigen Traum. Ich empfand diesen Traum als eine Art Höhepunkt unserer gemeinsamen Arbeit. Er zeigt ein Bild der Heilung und Versöhnung zwischen einem Vater und seinem verlorenen, verwaisten Sohn. Er bewegte uns beide und wurde zu einem wichtigen Bild für unsere späteren Überlegungen. Hier ist er. Ich gehöre zu einer Polizeieinheit. Wir verfolgen diesen jungen Mann, der etwa so alt ist wie mein ältester Sohn, 10, so in dem Dreh. Er sieht wie ein afghanisches Kind aus, vernachlässigt und verloren. Er trägt eine alte Zeitung in der Hand. Der Junge ist uns seit Jahren entwischt, aber jetzt, wo wir ihn gefangen haben, bin ich verwirrt. Er sieht mich flehend an und sagt, ist es Zeit?
und gib mir zögernd die Zeitung. Der Artikel auf der Titelseite handelt von einem verlorenen Jungen und wie sehr sein Vater ihn wiederhaben will. Er ist verloren gegangen oder wurde ausgesetzt oder entführt. Und in diesem Augenblick erkenne ich ihn als meinen Sohn, als wäre er das Kind einer alten Freundin gewesen, die ich geschwängert hatte. Ich bin überwältigt von Trauer und Sehnsucht. Ich kann nur sagen, ich liebe dich und ihn in die Arme nehmen und ich wache tief bewegt auf. Dieser schöne Traum läutete eine große Veränderung in unserer gemeinsamen Arbeit und eine wichtige Integration in Mikes Psyche ein, und zwar zwischen einem jüngeren, dem Vater entfremdeten Teil von ihm, der eindeutig sein war, aber böse geworden war, ein Flüchtling, schamgeplagt und daher für sein weiteres Leben verloren, und zwar aufgrund des defensiven Systems, das ihn entführt hatte. Mike brach in Tränen aus, als er mir den Traum erzählte. Tränen der Erkenntnis, dass dieser verlorene Junge er selbst war und dass es einen Teil von ihm gab, der in der Beziehung mit seinem Vater zutiefst verletzt worden war und hungerte und verarmte, verlassen in seiner eigenen, vom Krieg gezeichneten inneren Landschaft. Jetzt heißt es in der Zeitung, der Vater will den Jungen zurückhaben. Die Integration der Geringsten ist nun denkbar. Es ist Zeit. Ich nehme diese Zeit, wie Kronos. Also wir haben hier ein Beispiel für den Einblick in die Art und Weise, wie die Psyche symbolisch die Wiedererlangung ihrer eigenen verlorenen Ganzheit und Heilung zu feiern scheint. Die Umarmung des Vaters für den verlorenen Sohn. Das ist ein Sieg der Integration über Disintegration. Ein Sieg der Demokratie, der Psyche, der Inklusivität, der Sieg einer Konfliktpsychologie über eine dissoziative Psychologie. Ermöglicht durch den Mut, verletzliche Gefühle zu akzeptieren. Und offenbar ist diese Akzeptanz nur durch die menschliche Verbindung möglich. In diesem Fall eine Liebe, die stärker war als Hass in der Beziehung zwischen Mike und mir. Das Wort Bewusstsein bedeutet Wissen mit einem anderen. Das heißt, einer anderen Person. Demokratie ist also von Natur aus beziehungsorientiert. Das Wort Demokratie kommt von Demos, dem Volk her, und Kratos, Macht. Also Macht, die nur durch, für und aus dem Volk kommt. Genauso wie die Psyche ein mitfühlendes, zweipersönliches Umfeld braucht, um ihren Konflikt auszuhalten, brauchen Menschen demokratische Institutionen, Gesetze, die auf Gründungsdokumenten wie Verfassungen basieren, und Gerichte, um ihre eigenen widersprüchlichen Energien und Meinungen zu verarbeiten, um sich selbst auszudrücken und um gemeinsam den Fluch und den Segen des Menschseins zu ertragen. Vom evolutionären Standpunkt gesehen, das war Jungs Überzeugung, ist Demokratie ein neues Geschöpf auf dieser Erde. Das menschliche Kind des Bewusstseins, gefangen zwischen zwei autoritären Geistwesen, der Gewalt und der Illusion, die ihm nicht das Beste wollen, die es vielleicht nicht überlebt, aber ob sie überlebt, hängt von den Menschen ab. Das sind wir. Danke. Dankeschön, Dawn, für diesen wirklich interessanten und auch bewegenden Vortrag als Grundlage für die Diskussion. Wir machen jetzt aber eine dreiminütige Pause zum Beine vertreten. Also bitte kommen Sie wieder zurück. In 3 Minuten machen wir weiter im Programm.
Okay, willkommen zurück. Jetzt machen wir weiter mit unserem Programm. Jetzt hören wir einen kurzen Beitrag von Elena, Olena Brandte. So, guten Tag. Vielen, vielen Dank an alle OrganisatorInnen, dass ich heute dabei sein darf bei diesem Gespräch. Und ich möchte einen Fall vorstellen. Und es ist zwar der Fall, wo ich von einem jungen, attraktiven Mädchen um Hilfe gefragt wurde. Sie sagte: Hilf mir, mich von meinem Pater zu retten. Er hat keine guten Manieren, aber was er macht, sie konnte es nicht so genau sagen, was das war, was er falsch machte. Ich werde dieses Mädchen M nennen. Sie war 18 Jahre alt, lebte damals in Kiew und kam aus einer wohlhabenden und respektierten Familie. Sie hatte einen etwas jüngeren Bruder, hatte eine gute Bildung genossen. Ihre Mutter hatte ihr eigenes Geschäft und war interessiert an Psychologie, Coaching, persönliche Entwicklung. Ihr Vater war ein erfolgreicher Geschäftsmann und außerdem ein loyaler Ehemann für seine Frau. Sie beeindruckte mich mit einer sensiblen und tiefen Persönlichkeit und machte mich fröhlich überrascht. Unsere Arbeit erstreckte sich über mehrere Jahre. Vieles in dieser Zeit passiert. Und ich möchte diese Geschichte aus der Perspektive des Autoritarismus und der Demokratie und dem Prinzip und dem Lustprinzip betrachten. Ich werde verschiedene Beispiele von Träumen erwähnen. Ich werde über Autoritarismus sprechen und innerpsychische Bilder. Ich habe bei einem Traum, den M mir erzählt hat, sagte sie: Ich sehe durch den Spalt einer Tür, dass meine Großmutter Pornos filmt im nächsten Zimmer und ich bin schockiert. Ich renne zu meinem Vater, um das aufzuhalten. Mein Großvater hält mich an, sagt, er ist wütend, schreit mich an und bedroht mich. Er sagt, er würde Dinge nach mir werfen. Und mein Vater schaut das alles nur fasziniert an. Meine Mutter gibt mir eine zerrissene Socke, aber ich beschließe, sie nicht anzuziehen. M sagte, dass ihre Großmutter eine fröhliche Frau war, die um jeden Preis Aufmerksamkeit wollte. Außerdem war sie in Wohltätigkeitsorganisationen engagiert. Alle Familienmitglieder hatten eine schwierige Zeit mit ihr. M besuchte sie aber trotzdem, weil sie ihren Vater nicht verärgern wollten und weil sie wusste, dass die Beziehung mit ihren Familienmitgliedern und Älteren aufrechterhalten sollte. In einem Traum ist Porno ein Bild einer Beziehung. Man kann so viel Pornos sehen, wie man möchte, aber man wird sich dabei nie in Liebe oder geliebt fühlen. Liebe und Eros sind aber Bereiche des Übermenschlichen. In unserer Zusammenarbeit wurde klar, dass Angst vor Revolution hatte und verglich sich selber mit Aristokratinnen, die ausgeraubt, getötet und erniedrigt wurden während der Revolution aufgrund ihres Wohlstands und ihrer Privilegien. Hems Eltern haben versucht, viele Hilfe von Psychologinnen und Beraterinnen in Anspruch zu nehmen, weil sie Schwierigkeiten in ihrer Ehe hatten. Eine Nacht hörte ich, wie sie stritten und war überzeugt davon, bei den Argumenten, die meine Mutter brachte, dass sie sich auf jeden Fall trennen würden. Von da an war es aber sehr schwierig, wenn wir dann zu dritt im Raum waren. Das heißt, ich habe immer meinen Bruder gefragt, ob er uns Gesellschaft leisten müsste. Sonst würde meine Mutter immer anfangen, mich und die Beziehung zu meinem Vater anzugreifen. Der Vater distanzierte sich dann, zeigte Zen
und tauchte in buddhistische Ideen von Akzeptanz und Liebe an. Die Familie versuchte, Liebe, Zuneigung und Eros auf dem richtigen hochspirituellen Weg zu erreichen, durch Selbstentwicklung und Verbesserung. Damit, dass sie sich auch selber kennenlernten und hart arbeiteten. Beide Eltern wollten das, aber in Ems unbewussten Geist war die Idee von Liebe keine Spontanität und Lust. Der Vater musste gerettet werden von Frivolität, von Unverantwortlichkeit. Lena, können wir kurz anhalten und könntest du eventuell etwas leiser sprechen, damit unsere DolmetscherInnen hinterherkommen? Das wäre super, vielen, vielen Dank. Na klar, tut mir leid. Ein weiterer Traum zeigte eine Bewegung hin zur Transformation. In diesem Traum stehen Mutter, ein Freund und M auf dem Balkon und die Mutter versucht, M vom Balkon zu stoßen. Sie krallt sich aber ganz fest am Balkongeländer fest, damit sie nicht herunterfällt. M hat dann auch angefangen, ihr eigenes Geschäft zu eröffnen. Sie hat individuelle Beratungsgruppen für spezifische Themen, die mit Traditionen, Kultur und Verhalten zusammenhingen, gegeben. Es war etwas, was sie sehr mochte, was sie sehr gut konnte und alles hat sich nach und nach entwickelt. Immer wenn sie von ihrer Arbeit erzählte, dann ist sie vor Inspiration übergeschäumt. Und es war kein Wunder, dass Menschen sie also in Auftrag nahmen für ihre Dienste. Ich habe sie immer als spielerisch aufmerksam gegenüber Gefühlen und respektvoll auch gegenüber oder bewusst gegenüber der verwundbaren Teile von Personen erlebt. Diese Tiefe und Reflexion alarmierte und faszinierte mich aber auch am meisten. Meiner Meinung nach entsprach das nämlich nicht so sehr ihrem Alter. Aber es brachte mir Freude im Kontakt mit ihr. Ich habe diese Aspekte aber immer im Fokus behalten und ihre Zeichen des Selbst und der und die Größe der Selbstabwehr gesehen. M hat ihren Partner aus einer mythischen anderen Realität gewählt, so als wäre es ein Märchen. Obwohl die Männer nicht verheiratet waren, konnte man sich schwierig vorstellen, wie er mit so einem verheiratet sein könnte, ohne Opfer zu bringen. Ihre erste ernsthafte Beziehung würde erfordern, dass sie ihre Religion verändert. Und die zweite Ehe war eine schnell zustande gekommene mit einem Mann, den sie aus ihrer Kindheit kannte. Em wirkte etwas verwirrt, ängstlich und ich habe diese Angst gefühlt, mein Herz hat sich zusammengezogen. Während des ersten Jahres ihrer Ehe musste M feststellen, dass sie und ihr Ehemann sehr unterschiedliche Werte hatten. Ich sah, wie ihre Frustration immer weiter wuchs und schließlich zur Abneigung wurde. Sie versuchte aber ganz entschieden, die Spannung in diesem internen inneren Konflikt zu halten. Die Entscheidung war für sie keine Option. M wollte verstehen und akzeptieren, dass ihr Ehemann anders war. Sie wollte sich selbst verstehen und ihre Verantwortung in dieser Ehe, denn sie lehnte Scheidung ab. Ms Mann ging regelmäßig in die Kirche, folgte Ritualen und hatte einen spirituellen Vater. M hat sich also selber auch mehr mit Religion beschäftigt und sah sich dann zwischen den Polen von autoritären Manifestationen religiöser Postulate, religiöser Propaganda und tiefer Studien religiöser Symbole und Mythen. M hat hier also ihr System von Symbolen für Gut und Böse wieder eingerichtet, insbesondere für Aggression. Unbewusst hat M Beziehungen gewählt, die sie dazu brachten, in Kontakt mit der Religion zu gehen.
Ems Körper wurde ein Gefäß für Kontakt mit Ärger. Während des zweiten Jahres ihrer Ehe hat Ems Körper damit reagiert, dass Beulen auf ihm erschienen, die nicht gut verheilten. M hat es als an einem Punkt dann auch als Nachricht von ihrem Körper erkannt. Diese kleinen Vulkane auf ihrem körperlichen Selbst erlaubten ihr nicht, ihre Gefühle von Ärger zu verneinen. Und sie realisierte, dass sie nicht alles tun könnte, um ihren Mann umzuerziehen. Eine Person fühlt sich nicht mehr zu Hause und gut, wenn der Körper nicht mehr so funktioniert. M kam dann im Evangelium auf eine Strophe, wo Christus wütend war den Menschen gegenüber. Und es war diese Fähigkeit des Sohn Gottes, Menschen mit Menschen Ärger oder menschlichen Ärger zu empfinden, was eine Offenbarung für sie war. Außerdem gab es noch eine Nonne, die M sehr schätzte, die einmal an ihr vorbeilief und sagte, die Kirche würde Scheidung sehr wohl verstehen. Und das führte dazu, dass M die Scheidung, die Möglichkeit der Scheidung in ihr Bewusstsein kommen ließ. Der Krieg brachte M schließlich dafür, die Realität ihrer Gefühle anzuerkennen und die Bedeutung, die sie für sie hatten. Der letzte Auslöser war dann, als ihr Haustier verloren ging und starb. Da packte sie ihre Sachen zusammen und verließ ihren Ehemann. In dieser Nacht hatte M schließlich einen Traum, in dem sie ein Baby gebar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich denke, jetzt übergebe ich an Oksana Zaleska. Ich schätze sie sehr als meine Kollegin und auch als meine Mentorin, als meine Lehrerin, als jungsche Analytikerin. Vielen Dank, Olena. Hallo, liebe Teilnehmende des Webinars. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Vielen Dank, Donald. Vielen Dank, Olena. Die Ukraine hat einen langen Kampf, eine lange Geschichte im Kampf um ihre Unabhängigkeit und ist kürzlich das totalitäre Regime losgeworden. Sie kämpft aber immer noch, sucht und schafft einen demokratischen Pfad der Entwicklung in ihren inneren Institutionen. Schulen sind einer der undemokratischsten Orte, der von der totalitären Vergangenheit übernommen wurde. Und trotz der Wunsch nach Freiheit und Demokratie in der generellen Bewegung der Ukraine ist die Schulbildung immer noch unreformiert, sowjetisch, autoritär und diskriminierend. Das bedeutet, dass es Zwang in der Schule gibt, keine freie Meinungsäußerung, psychologische Gewalt durch Erwachsene, wenig Inklusion und Vielfalt. Lehrer sagen zum Beispiel immer noch, sei still, beweg dich nicht, niemand interessiert sich hier für deine Meinung, tu das, was ich dir sage. Ich erinnere mich an 2014, den Beginn des Kriegs. Auf Einladung von Dr. Serhii Bogdanow von der Kiew-Mohler Universität habe ich angefangen, in der Region Luhansk zu arbeiten und Schulpsychologinnen zu unterrichten, wie sie mit Kindern mit traumatischen Erfahrungen umgehen können. Wir haben ein Programm geschaffen, das heißt Safe Space, also geschützter Raum. Und wir haben angefangen, in die Schulen zu gehen und haben gesehen, dass das Verhalten von Kindern, wenn sie ihre Gefühle zeigten, als schlecht wahrgenommen wurden. Kriegsspiele wurden verbannt.
Kinder hatten keinen Ort, wo sie hingehen konnten, um ihre Erfahrungen zu teilen. Es wurden Erfahrungen vermieden, die Gefühle dissoziiert. Und das sollte dazu führen, dass sie vor ihren schrecklichen Erfahrungen geschützt werden. Ich denke hier an Star Wars, an die Ordnung dort. Denn dort gibt es auch eine Ordnung von oben herab sozusagen. Und die Lehrkräfte in den Schulen haben auch dann als einzige Reaktion nur den Kindern mehr Hausaufgaben gegeben, mehr Tests mit ihnen gemacht und sie mit intellektuellen Aufgaben abgelenkt. In dem Programm, das wir etabliert haben, haben wir etwas ganz anderes vorgeschlagen, mit den Kindern zu sprechen, Gefühle zu teilen, die schwierigen Erfahrungen nicht zu vermeiden, zu spielen und in Beziehungen zu vertrauen. Natürlich gab es Widerstand, aber wir haben nicht aufgehört. Wir haben mit Lehrkräften und Psychologinnen gearbeitet, haben versucht, eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Lehrkräfte und Psychologinnen auch das zulassen konnten, dass sie anders auf die Kinder zugehen. Und mit diesen warm gewordenen Erwachsenen haben wir es auch geschafft, einen geschützten Raum für die Kinder zu etablieren und unser Programm zu implementieren. Ich möchte jetzt auch eine Episode teilen, wo Kinder die Fähigkeit zurückbekommen haben, schwierige Erfahrungen zu durchleben und sie nicht mehr zu dissoziieren. Zuerst haben die Kinder im Rahmen unseres Programms individuelle Spiele gespielt. Dann haben die Kinder sich zusammengeschlossen, zusammengespielt. Die Sandkästen wurden in zwei verschiedene Teile aufgeteilt und beide Seiten führten dann Krieg. Die Spiele bewegten sich dann auch außerhalb dieser Sandkästen auf dem Boden. Die Kinder haben dann angefangen, Städte zu bauen. Und die Interaktionen in den Städten waren sehr aggressiv, mit militärischen Attacken, Gefangennahmen und Tötungen. Meine Kollegen und ich waren sehr schockiert, als wir das sahen. Wir schauten schweigend zu. Manchmal mussten wir ein bisschen die Sicherheit aufrechterhalten. Aber wir haben die Kinder nicht diszipliniert. Wir haben sie nicht zurechtgewiesen. Manchmal würden die Kinder uns fragen, ob wir mit ihnen spielen, um Hilfe fragen. Dann würden wir einen kurzen Moment mitmachen, aber dann wieder in unsere Beobachterposition zurückgehen. Es gab viele Gefühle in mir. Schmerz, Verzweiflung, Schrecken. Ich wollte manchmal meine Augen schließen. Ich konnte das Vertrauen der Kinder fühlen, aber ich wusste nicht, was das Endresultat sein würde. Der Fokus lag darauf, den Prozess zu unterstützen. Dieses Spiel mit den Städten wurde fortgesetzt bis zum Ende der Gruppe. Es wurde detaillierter und entwickelte sich. Die Kinder bauten die Infrastruktur der Stadt aus, bauten zerstörte Häuser wieder auf aus ihrer tatsächlich gemachten Erfahrung. Militärische Basen wurden dann irgendwann separat gebaut. Es gab weniger Konflikte. Schließlich gab es auch wieder Handel, Austausch von Waren und Kooperation. Die Kinder führten soziale Rollen ein, wurden Präsidentinnen, Richter, Handelstreibende. Vor unseren Augen hat sich das Spiel transformiert. Die Konflikte sind zwar nicht verschwunden, aber sie waren ein Ort für Diskussion und Resolution. Ein anderes Projekt, wo wir Freiheit und freie Meinungsäußerung gefördert haben, ist das jungianische serielle Zeichnen. Und was wir hier zu den Kindern sagen, ist, du kannst malen, was du möchtest, wie immer du möchtest, ich bin für dich da. Ein Junge, Karl, 12 Jahre alt, war von einem Kinderarzt 2 Monate, nachdem er anfing, Symptome von Angst, Schlaflosigkeit etc. zu zeigen, zu uns geschickt.
Als ich ihn sah, konnte er nicht gerade stehen. Etwas zog ihn auf die linke Seite und bei der ersten Sitzung konnte er nicht sitzen, er musste sich hinlegen. Die Symptome waren aufgetreten, nachdem er bei einem Raketenangriff getroffen worden war, wo er mit seinem Vater auf der Straße war. Es war nicht so, dass etwas zerstört wurde oder jemand gestorben war, man hatte nur die Druckwelle gefühlt. Und er sagte über diese Erfahrung, dass etwas in ihm gestorben ist. Bei der ersten Sitzung machte ich ein bisschen Psychoedukation mit ihm, normalisierte seine Gefühle, fragte ihn, wofür er sich interessierte, aber er erwähnte das alles nur in der Vergangenheit. Ich war sehr überrascht von der Kraft oder von der Stärke der Reaktion, die der Junge auf diesen Angriff gehabt hatte. Ich dachte, da müsste noch etwas anderes sein. Beim zweiten Treffen fing der Junge dann an zu zeichnen. Er zeichnete ein erstes Bild, das heißt, auf einer Reise anhalten. Wir sehen hier ein Schiff, Entschuldigung, das zwischen zwei Inseln eingenommen ist. Und ich habe das gesehen, wie das Schiff dazwischen ist, als Schutz vor dem Sturm. Bei der zweiten Zeichnung erschien ein Hubschrauber und der Junge sagte, das ist mein neuer Freund. Er wird dem Schiff helfen, die Reise wieder aufzunehmen und dann gehen sie zusammen nach Italien. Das war schon eine direkte Indikation auf das gute Bündnis, das wir gebildet hatten und das Vertrauen, das zwischen uns gewachsen war. Ich war sehr glücklich. Nach diesem Treffen fing der Junge an zu essen. Nachdem wir etwa 1,5 Monate zusammengearbeitet hatten, und er wieder mit ein paar Freizeitbeschäftigungen angefangen hatte und in die Schule ging, zeichnete er die Nummer 7, die Sie hier sehen, zwei Freunde. Und für mich ist das ein Symbol der Vereinigung der zwei getrennten Teile seiner Psyche, die seine Lebenskraft wieder haben erstehen lassen. Gesunde Aggression kam zum Vorschein und der Junge ging auch wieder in Aikido-Unterricht. Dann wurde plötzlich klar, was ein anderer Faktor bei der Entwicklung solcher Symptome gewesen war. Seine Mutter kam nämlich hereingestürmt und begann, ihn anzuschreien, dass er seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Er sollte doch aufhören, sich auszuruhen und das machen. Und der Junge sagte, Mama, geh raus, du störst meine jetzige Arbeit. Was ist also passiert? Der Junge ist besser geworden. Und dann ist der Zwang, der in der Schule auf ihm lag und zu Hause wieder zurückgekehrt. Die Lehrkräfte übten Druck auf die Mutter aus. Sie sagten, er hat so viel verpasst, er wird die Tests nicht bestehen, also müssen sie ihn dazu bringen, dass er seine Aufgaben macht. Das autoritäre System interessiert sich nicht für die Erfahrung der Kinder, sondern nur für Ergebnisse. Der Junge begann zu streiten und seine Meinung zu verteidigen. Er hat seine Kraft zurückgewonnen, seine mentale Energie. Ich unterstütze ihn aktiv, während ich gleichzeitig dem Wunsch der Eltern ausgesetzt war. Hier auf dieser Folie könnt ihr das 9. Bild sehen mit dem Auge des Cthulhu. Hier erscheint ein Held auf einem Drachen und der Junge sagt, das ist er selber. Er sagt, Deine. Das Auge tötet und saugt Leben aus. Aber sein Freund hilft ihm und er ist nicht alleine. Ich freue mich, als er mir das erzählt und erzähle ihm, dass er mutig ist, dass er seine Meinung verteidigen kann, unterstütze sein Bedürfnis danach, Grenzen zu setzen, möchte seine Idee unterstützen. Zum Abschluss möchte ich sagen, wie Winnicott sagte, der Raum zwischen Kind und Mutter, zwischen Kind und Familie, zwischen Individuum und so, Gesellschaft der Welt
hängt von der Erfahrung des Vertrauens ab. Es kann als heilig für ein Individuum angesehen worden. Es ist der Ort, an dem er oder sie ein kreatives Leben lebt. Wo kreatives Leben wiedererstehen kann in freiem Spiel, wo interne und externe Demokratie möglich ist. Vertrauen kann nicht in einer totalitären Welt existieren, die von autoritären Erwachsenen bestimmt wird. Um Vertrauen zu stärken, muss Trauma entgegengestanden werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön an euch beide. Und jetzt kommen wir zu Fragen. Wer Fragen hat, bitte im Chat stellen. Ich fange gleich mal an, wenn das in Ordnung ist. Und ich muss sagen, ich fand das wirklich so hilfreich. Das wird mir lange Zeit zu denken geben und wird mir auch helfen, über viele Dinge anders zu denken, die mir so durch den Kopf gegangen sind. Jetzt mal als anfängliche Reaktion auf heute, und ich glaube, das gilt für beide Präsentationen, die wir gerade gehört haben, von Olena und Oksana auch. Ich denke über Redefreiheit nach, was ich für einen wesentlichen Aspekt der Demokratie halte. Und der Mangel an Redefreiheit geht einher mit Autoritarismus. Ich glaube, das eine ohne das andere geht gar nicht. Und ich bin sehr neugierig, was Redefreiheit in meiner eigenen Kultur angeht. Es scheint da eine Abneigung dagegen zu geben. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht sagen können. Ich weiß, dass es wirkliche Probleme mit der Redefreiheit gibt, überall dort, wo es autoritäre Regimes gibt. Und natürlich haben wir auch unseren eigenen unser eigenes Redeverbot und in der eigenen Psyche. Also ich sage das auch in den Wartezimmern immer zu den Patienten. Ich sage den Leuten, hier kann man alles sagen. Man merkt, wenn die Leute anfangen, an sich selbst Zensur zu üben. Und ich sage, machen Sie das nicht. Wir tun das aber auch uns selber an, nicht wahr? Also in dem Fall, den Olena angesprochen hatte, es gibt dort Dinge, die wir uns sagen, dass wir sie nicht denken dürfen, Dinge, die wir nicht fühlen dürfen. Ich frage mich jetzt, ob es dazu weitere Gedanken gibt zu dieser Redefreiheit im Inneren und im Äußeren, Donald. Ja, die Redefreiheit ist die Stimme, nicht wahr? Also wie wir das, was im Inneren ist, nach außen bringen und wie wir uns ausdrücken. Es ist also völlig zentral für eine Demokratie der Psyche und für den Ausdruck all der unterschiedlichen Teile von uns. Ich glaube, jemand, Reich, hatte über die Stimmen des Unhörbaren gesprochen. Also vieles von dem, was wir in der Therapie tun, ist zu versuchen, die Stimmen des nicht hörbaren zu hören, also die Stimmen zu hören, die nicht gehört wurden oder die nicht den Mut haben oder einfach nur die Sprache, nicht mal die Sprache haben, sich auszudrücken. Danielle Stern in dem Buch Unformulating Experience sagt, dass eine Art, wie wir uns unbewusst und dissoziiert halten, ist, dass wir es vermeiden, die Dinge auszudrücken und zu buchstabieren. Wir haben bestimmte kleine Schnappschüsse der Realität, der wir bewusst werden müssen. Vielleicht ist es ein Gefühl oder eine Erinnerung. Aber indem wir alles voneinander abgetrennt halten und uns gegenüber nicht die Dinge Wort für Wort ausdrücken und nicht in Sprache fassen, was wir noch unformuliert als Erfahrung dabei haben. Dadurch bleibt es unbewusst. Ja, die Dinge laut zu sagen, ist ein wichtiger Teil der demokratischen inneren und äußeren Welt. Und wir sehen das überall auf der Welt, wenn man sich ansieht, wie Leute in der Sowjetunion stumm gemacht werden, zum Beispiel. Und wie Sie gesagt haben, wir haben das auch in unseren eigenen Universitäts-
Universitäten, wo Autorität gilt. Ja, das gibt es wahrscheinlich überall. Und jetzt gebe ich auch gerne an Dimitro Saleski ab und möchte ihm eine Frage stellen. Hallo, Dimitro. Kann man mich hören? Ja. Ich würde nochmal zurückkommen wollen zur theoretischen Position der transzendentalen Funktion, insbesondere auf kollektiver Ebene. Wenn wir über Dissoziierung sprechen und uns an diesen dunklen Engel erinnern, dann müssen wir uns auch daran erinnern, dass er in der Hölle zu Hause ist. Und das ist eine wichtige Eigenschaft von ihm. Und das ist genau wie das Leben im Krieg von außen erlebt wird, insbesondere wenn man sich selber mit seinem eigenen Land assoziiert und identifiziert. Man kann keine Pause machen, weil Pause einfach nur ein kleiner Moment zwischen zwei schwierigen Aufgaben und zwischen zwei Leiden ist. Also für uns ist das wichtig. Das ist unsere Geschichte. Wir haben nicht genug Raum für glücklich sein, aber für die Arbeit schon. Und wir können diese trennende Macht nicht ausleben. Wir können uns nur selbst belügen, uns Illusionen nehmen und dann hoffen, dass es irgendwann besser wird. Und unser Schicksal ist es, aber weiterzukämpfen ums reine Überleben. Wir machen das auf diese Art und Weise, aber das ist ein höllischer Weg. Aber ich hoffe, dass wir es schaffen und dass wir da durchkommen. Auf diese Art und Weise, durch Individualisierung kommen wir da durch. Meine Kollegen und Kolleginnen haben schon viel gesagt, was dieses Wiederaufbauen der ukrainischen Gesellschaft angeht, von Grund auf in allen Bereichen, Schule, nationale Identität, die grundlegenden Werte in unserer Gesellschaft. Also wir können diesen Kampf nicht vermeiden, aber wir leben diese Hölle durch und es gibt keinen Ausweg. Aber wenn wir da irgendwann wieder rauskommen, werden wir vielleicht ein Maß an Transzendenz erreichen, aber bis dahin nicht. Können Sie dazu was sagen, Donald? Ja, also das ist einer der Beiträge, die Jung geleistet hat, die nicht so stark wertgeschätzt werden. Es gibt dort eine Schicht in der Psyche und der Welt, die er das Kollektive nennt, bestehend aus binären Gegensätzen, extremen Meinungen, extremen Gefühlen, alles total polarisiert und zugespitzt aufs Extrem, wenn man das so sagen kann. Und das ist der Archetyp der Dimension. Wenn wir im Krieg sind, dann sind wir in der archetypischen Welt, nicht wahr? Wir haben einen Kampf zwischen Extremen. Und gerade jetzt hat die Ukraine schwer damit zu kämpfen, die eigene Unschuld, die eigene Menschlichkeit verletzt zu sehen von den Horden, von der Macht der Explosion durch Extreme des Autoritarismus. Und Demokratie ist in einer Kriegszone einfach nicht möglich. Demokratie braucht einen Behälter und im Krieg sind alle Behälter kaputt. Da gibt es also keine Wahl, außer sich selbst zu verteidigen, wenn jemand versucht, einen umzubringen. Es geht um Leben oder Tod, gut oder schlecht, gut oder böse. Und es gibt immer Optionen in den meisten westlichen Kulturen, wo die Leute, die nicht zur Waffe greifen möchten, alternative Arten finden können, dem Land zu helfen.
Das ist auch sehr wichtig für einige Leute, die keine Partei ergreifen möchten und die nicht zwischen der einen oder der anderen Seite sich aufspalten möchten. Aber selbst das wird schwierig, wenn das eigene Leben, das eigene Land gefährdet ist. Und in der Ukraine hat man jetzt diesen Kampf zwischen den Leuten, die versuchen, das Land als Patrioten zu verteidigen, und anderen, die nicht wirklich kämpfen wollen und trotzdem auch Raum für sie zu lassen, was ein sehr wichtiger Teil ist von zivilisierten Gesellschaften, Raum zu lassen für Leute, die aus ihren eigenen Gründen nicht kämpfen können oder wollen. Das ist wie in die Hölle zu kommen. Ich kann dem nicht viel hinzufügen, Dimitri, außer vielleicht, dass es in den Räumen zwischendrin ist, in der mittleren Erde, wo der Wandel der archetypischen Extreme machbar ist. Und das versuchen wir zu erreichen. Wir kämpfen diesen Krieg. Wir hoffen, Gott allein weiß, aber wir hoffen, dass die Ukraine es schafft, ihr eigenes Territorium zu befreien, um zur Integrität der eigenen Grenzen zurückzukommen, damit wieder Demokratie geübt werden kann. Aber bis dahin müsst ihr kämpfen, anders geht's nicht. Ich glaube, ich habe mich vielleicht schlecht ausgedrückt, die Fragen nicht in die Q&A setzen, sondern in den Chat. Max ist stumm geschaltet. Ja, danke schön. Ich möchte auch allen sagen, dass die Fragen auf Ukrainisch gestellt werden können. Wir haben die erste Frage von Anna Koroluk. Sie fragt, ob man die Mechanismen, damit fertig zu werden, ob das ähnlich ist wie mit dem System in Russland oder China, fertig zu werden. Ja, das geht vielleicht so ein bisschen über meinen Sachverstand hinaus, über meinen Radkasten, wie wir so schön sagen. Ich weiß nicht, was die politischen Realitäten sind, aber beide sind totalitäre Regimes. Das ist das grundlegende Merkmal, das sie beide vereint. Und man findet dort keine Toleranz für andere Ansichten und für Minderheitsmeinungen, ethnische Gruppen und so weiter. Und es ist Angst, die das totalitäre System antreibt. Jemand hat mal gesagt, also ich bin in einer Gun-Kultur groß geworden, wo wir im Wald gejagt und gefischt haben in Nord-Wisconsin. Und mein Vater und all seine Kumpels gehörten zu der sogenannten National Rifles Association. Das ist eine extrem mächtige Waffenlobby in den USA momentan, und hat eigenhändig die Straßen mit über 300 Millionen Waffen gefüllt, sodass amerikanische Bürger, traumatisierte Kinder sich gegenseitig mit alarmierender Häufigkeit umbringen. Und jeder in der Generation meiner Eltern hat darüber geredet, wie stark Waffen uns machen. Die Waffen sind zur Verteidigung da. Verteidigung braucht man nur, wenn man Angst hat. Und all diese Männer hatten Angst. Wovor hatten sie Angst? Sie hatten Angst vor Kommunisten. Sie hatten Angst davor, dass Kommunisten das Land übernehmen würden. Und dann natürlich, als die kommunistische Gefahr weniger stark wurde, dann haben sie die Angst durch andere Ängste ersetzt. Angst vor Terrorismus. Und jetzt haben wir alle Angst vor China. Und wir hatten auch Angst vor der Sowjetunion. Also wie gesagt, Autoritarismus beruht auf Angst.
Angst vor Invasion, Angst davor, dass wer anders die Macht übernimmt. Und jede neue kreative Energie, die auf der Erde Gestalt annimmt, wird sofort von autoritären Regimen angegriffen. Das geht zurück bis zum christlichen Mythos. Insofern, dass Jesus geboren wurde und sofort Leute losgeschickt wurden, um alle neugeborenen Kinder umzubringen. Also das ist sofort eine Bedrohung der alten Ordnung und die Gewalt, die der dunkle Engel im System ist, zeigt sich. Das ist also eine grundlegende archetypische Struktur der autoritären alten Weltordnung und der Kreativität dessen, was in der Psyche neu dazukommt. Dankeschön, Don. Die Fragen kommen schnell und sehr dick. Ich stelle die nächste von Ann Q-Tex. Sie sagt, wie viel glauben Sie, dass das Internet und soziale Medien ein virtuelles, kollektives Bewusstsein sind mit dieser Spaltung der Dämonen und Engel? Ja, das ist eine gute Beobachtung. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, wo die Extreme im Internet, in den sozialen Medien gedeihen und die sozialen Medien dann quasi eine Form werden, wie man sich der schwierigeren Realität entziehen kann, mit der wir es alle zu tun haben. Aber als Menschheit glaube ich, dass wir als Generation momentan aufgefordert sind, festzuhalten, an Ruhm zu machen, für zu kämpfen, für Realitäten, mit denen es keine Generation bis jetzt zu tun hatte. Und ich hoffe, dass wir das schaffen. Und Psychologie ist ein sehr wichtiges Instrument in dieser Bewältigung, wenn man daran denkt, wie viel Gewalt in der Welt momentan freigesetzt wird mit der hohen Anzahl von Waffen, die überall verfügbar sind, die Kriegsherren in Afrika, die auftauchen, die Ungleichheit, die in der Welt existiert durch die Überschwänge des Verbrauchertums und des Kapitalismus, die Zerstörung der Natur, dass unsere eigenen Häuser abbrennen, Fragen, mit denen keine andere Generation je zu tun hatte. Und wenn man dazu dann noch das Internet nimmt und die sozialen Medien, die allen die Gelegenheit geben, ihr kleines Silo von gleichgesinnten Illusionisten zu finden, wo sie sich verstecken können. Leute, mit denen sie über die letzten Verschwörungstheorien sprechen können. Also Verschwörungstheorien sind immer attraktiver für uns als die Komplexitäten, die Bedeutung von irgendetwas nicht zu verstehen. Wenn wir es mit großen Komplexitäten des modernen Lebens zu tun haben und der Schwierigkeit der komplizierten Serviceindustrien zum Beispiel, ist es doch viel einfacher, sich hinter Slogans und sogenannten Wahrheiten der Verschwörungstheoretiker zu verstecken. Also soziale Medien sind dort wie ein kollektives Unterbewusstsein oder Unbewusstsein. Ich glaube, dass es auch gute Dinge bringt. Es bringt Leute zusammen, es baut Verbindungen auf der ganzen Welt. Wir hätten dieses Gespräch jetzt nicht, wenn es das Internet nicht gäbe. Es hat also auch seine positiven Punkte neben den negativen, aber ich mache mir Sorgen darüber, wie das fast wie Benzin ins Feuer schüttet, bei all der Extreme heutzutage und was von uns verlangt wird, dass wir es verstehen und dass wir daran festhalten oder dass wir Wege finden, es zu verändern. Dann habe ich eine weitere Frage von Solomea. Sie fragt, wie es jetzt weitergehen soll mit dem autoritären System, ob es das möglich macht, trotzdem auch den Sinn für Humor zu behalten und was die Rolle davon ist. Ich glaube, dass diese Frage an alle Redner heute gerichtet ist. Ja, ich möchte vielleicht gleich darauf antworten, wenn ich darf.
Ich glaube, dass ein Sinn für Humor das Erste ist, das untergraben wird. Ich sehe das in meiner eigenen Praxis, basierend auf meiner Erfahrung. Ich habe gesehen, dass der Sinn für Humor entweder ganz verschwindet und dann wird das Gespräch völlig flach oder es wird verzerrt. Manchmal ist es Sarkasmus, der versucht, als Humor rüberzukommen. Also es wird jedenfalls aggressiv. Es geht da um eine gewisse Verzerrung. Oksana, wollten Sie was sagen? Nicht wirklich? Okay. Dann erzähle ich mal eine kleine Geschichte darüber, wie Mike, also mein Patient und ich, unseren Weg zu einem Sinn für Humor gefunden hatten. Als ich mit ihm gearbeitet hatte, hatte er ein Haus gebaut aus Materialien auf dem Land. Er hat seine eigenen Bäume gefällt und daraus Balken gemacht und sein Haus gebaut. Und ich habe dasselbe gemacht, etwa 20 Kilometer entfernt. Wir wussten das nicht, als wir anfingen, zusammen zu arbeiten. Wir sind uns aber bei Holzunternehmen über den Weg gelaufen, wo wir, also bei Heimwerkerläden, wo wir Hämmer, weiß ich was, Werkzeug gekauft haben und Material. Und viele unserer Sitzungen, wo es sehr schwierig wurde mit seinen extremen Gefühlen, hatten auch einen gewissen Humor, wenn es um unsere Katastrophen beim Häuserbauen ging, wo wir von der Leiter gefallen sind oder dass unser Traktor uns überfahren hat oder wir haben beide uns das Bein gebrochen. Also wir hatten auch jede Menge humoristische Sachen und ich hatte einen Traktor von John Deere. Und er hatte einen Traktor von Kubota und er hat nie aufgehört, mich daran zu erinnern, dass sein Traktor größer war als meiner. Also hatten wir dann immer diesen Macho, wir kümmern uns nicht um zarte Gefühle in diesem Teil des Bereichs. Wir sind harte Kerle mit unseren Hämmern, unseren Traktoren und so weiter und so fort. Und dann konnten wir auch so ein bisschen von diesem Humor fallen lassen. Ich glaube nicht, dass wir so viel schwieriges Material hätten aufarbeiten können, wenn wir diesen Sinn für Humor nicht gehabt hätten. Das ist auch was, was mit Synchronizität zu tun hat. Man hat also Humor dort reingebracht, richtig? Genau. Gut, also wir haben auch mehr Fragen, als wir Zeit haben. Tatsächlich nur in aller Kürze. Alexander Destemolo fragt, ob Redefreiheit vielleicht geändert werden könnte zu F Ausdrucksfreiheit, weil manchmal Bilder, Abdrücke und so weiter fi vielleicht viel stärker sind als Wörter und auch wichtiger sind, darauf Zugang zu haben, wenn das innere Verwundete selbst geheilt werden soll. Das ist eine sehr gute Sache. Das Symbol ist kein Zeichen. Das Symbol sitzt immer unter dem Mysterium, das es versucht zu erklären oder zu beschreiben. Also wenn man ein Gefühl hat, das nicht ausgedrückt werden kann oder ein Gefühl, für das es noch keine Worte gibt und dass man irgendwie im Sand zeichnen kann oder in Kunst, in Zeichnungen wie Oksanas Kinder. Und das ist dann ein Ausdruck und damit wird das Ganze bewusst. Dankeschön. Es gibt viele Ausdrücke dafür. Ich habe dann jetzt noch eine Frage, wenn ich darf. Wenn ich dem etwas hinzufügen darf, was den Selbstausdruck angeht, ich gehe nochmal zurück zum Thema der Kinder. Es scheint mir doch so zu sein, dass Kinder, wenn sie groß werden, gleichzeitig Demokratie anstreben, versuchen, sich selbst vollständig auszudrücken. Aber sie haben noch nicht mal die Fähigkeit, sich verbal auszudrücken mit Worten, weil sie das ja gerade erst entdecken und ausprobieren.
Und durch kreative Arbeit, durch Kunstform versuchen Sie das zu machen. Andererseits streben Sie auch eine Ordnung an, die Ihnen auch einen gewissen Freiraum lässt, sodass Sie also selber entscheiden können, sodass Sie die Gelegenheit haben, diese Ordnung gemeinsam mit den Erwachsenen zu erstellen. Und dann ma wird es möglich, nur einseitige Ordnung oder Autoritarismus zu verhindern, wenn es möglich ist, das quasi zu teilen, die Verantwortung zu teilen, selbst mit Kindern, selbst wenn sie noch jung sind. So funktionieren demokratische Schulen auf der ganzen Welt. Und ich hoffe, dass irgendwann alle Schulen mal demokratisch sein werden. Schön gesagt, ich hoffe das auch. Ja, es ist einfach so frustrierend, wenn uns die Zeit ausgeht. Wir könnten jetzt noch ewig weitermachen. Wir haben so viele tolle Fragen. Dankeschön dafür. Wir speichern den Chat auch ab. Tut mir leid für alle, die ihre Fragen nicht stellen konnten und Hugh, der schon lange die Hand oben hatte, aber leider müssen wir zum Schluss kommen. Und wir gehen weiter zu Lisa. Ja, ich wollte allen Rednern heute danken für eine reiche und bewegende Diskussion über Demokratie und Autoritarismus im Inneren und im Äußeren. Und ich möchte auch allen danken, die heute dabei gewesen sind. Ich hoffe, dass Sie erwägen, eine Spende zu geben. Wir haben einen Link im Chat, glaube ich. Das Geld dient der Unterstützung unserer ukrainischen KollegInnen, die unter ungeheuer schwierigen Umständen weiterarbeiten. Und ihre Gabe hilft ukrainischen Gewerkschaften und Jungs Ideen, in der Ukraine diese Krisenzeiten zu überleben. Jungs Ideen sind echte Medizin für eine Kulturkrise wie diese hier. Unser Beruf wurde schwer getroffen und viele unserer Kollegen und Kolleginnen haben ihren Lebensunterhalt verloren, aber der Bedarf an psychologischer Unterstützung ist überwältigend. Viele Kollegen und Kolleginnen arbeiten sehr viel, gehen Entbehrungen ein, während sie gleichzeitig ihre eigenen Kämpfe austragen und versuchen, ihre Eltern zu unterstützen. Stützen, dabei mit der steigenden Inflation klar zu werden und mit all den humanitären Problemen. Also der Link für die Spenden ist im Chat. Wir schlagen vor, dass Sie eine Stunde an Ihrer eigenen Arbeit als Spende ansetzen. Und wenn Sie es noch nicht gemacht haben, können Sie es auch machen, wenn Sie sich die Aufnahme ansehen. Und für die, die schon gespendet haben, Dankeschön dafür. Sie sollten wissen, dass Ihre Großzügigkeit einen Unterschied macht. Wir brauchen auch mehr Sponsoren für diese Webinare. Die Sponsoren decken einige der Kosten der Webinare ab. Deswegen schaffen wir es, all das Geld, das wir aufbringen, in die Ukraine zu schicken. Die Sponsoren können Individuen oder Gruppen sein. Die Kosten sind nur 150 Euro pro Webinar und wir danken WJU dafür, dass sie dieses Webinar möglich machen. Dankeschön, Lisa, dafür, dass du so fähig den Vorsitz geführt hast. Ehe wir für diesen Monat abschließen, nur ein paar Ankündigungen. Zunächst einmal, Abschlussdatum für die Matrix-Gruppen ist morgen. Viele von Ihnen werden sich erinnern, dass wir 9 Lesegruppen letztes Jahr hatten. Diese Gruppen waren wirklich außerordentliche Erlebnisse und die treffen sich einmal im Monat für 4 Monate, um eine Traummatrix aufzubauen. Das können für die Teilnehmer erstaunliche Erlebnisse sein und wie viel Aufmerksamkeit dort auf das kollektive Unbewusste gelenkt wird, ist ein kleiner Beitrag zu dem Magnus Opus, wie Jung es bezeichnet hat. Ein kleiner Beitrag kann viel bewirken. Und diese Gruppen sind eine Möglichkeit, mit unseren ukrainischen Kollegen und Kolleginnen im engeren Kreis zusammenzukommen. Sie haben ihre Vorschläge
vorgelegt. Wenn Sie können, nehmen Sie bitte teil. Die Flyer sind auf dem ASUS, auf der ASUS-Website. Das können Sie sich ansehen. Und wenn Sie die Gruppen, also Stichtag ist für morgen, wenn die Gruppen stehen, dann werden sie bekannt gegeben. Unsere besten Glückwünsche an all die, die die Gruppen leiten und die daran teilnehmen. Und wir hoffen, dass es ein gutes Erlebnis wird. Verena Karstis leitet das Webinar nächstes Jahr, wo es darum geht, mit Leiden umzugehen. Mir fällt immer Ihre Weisheit und Ihr Mitgefühl auf. Das ist am 21. Oktober. Jetzt aber auch eine traurige Ankündigung am 24.10. Entschuldigung. Die WJU hat die Entscheidung getroffen, dass wir leider die Verdolmetschung nur noch ins Ukrainische anbieten können. Ein Team des WJU-Teams hat den Traumberuf angeboten bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben also dann jetzt nicht mehr die Ressourcen, die Verdolmetschung auf die Beine zu stellen, außer für die ukrainische Sprache. Wir hatten viele Leute im Ausschuss, die aus vielen Gründen zurücktreten mussten und wir haben keine bezahlte Unterstützung, weil alles Geld in die Ukraine geht. Wir stehen also wirklich unter Druck. Wenn wir mehr Hilfe haben, versuchen wir das wieder einzuführen. Wenn Sie also bereit sind, im WJU-Ausschuss für die nächsten 8 Monate dabei zu sein, dann melden Sie sich bei mir und hoffentlich ist meine E-Mail-Anschrift im Chat zu sehen. Ich danke dann auch den Dolmetschern, die dabei waren, die ihre professionellen Dienstleistungen kostenlos in der Unterstützung für die Ukraine bereitgestellt haben. Es war wirklich erstaunlich, wie Sie sich bereit erklärt haben, hier mitzumachen. Ich möchte Sie jetzt nennen und Sie bitten, mal kurz in die Kamera zu winken, sodass Sie es sehen können. Dankeschön für alles, was Sie getan haben. Angeline, Katja, Chiara, Antje, Ludmilla und so weiter und so fort. Die Namen sehen Sie, die Dolmetscher, die nicht dabei waren, die aber bei der Arbeit mitgeholfen haben. Und ich hoffe, dass das durchkommt. Ein Dankeschön an unsere anderen Sponsoren auch und abschließend an das WJU-Team, das so viel Arbeit geleistet hat, ohne die nichts passiert wäre, insbesondere Claire Michel, Joseph Cox und Tommy Yates und andere. Und ich möchte auch Helen Morgan danken, die die Organisierung der Dreaming Matrix Gruppe geleitet hat. Da ist sehr viel Arbeit hineingeflossen. Und jetzt ist die Zeit gekommen, uns für diesen Monat zu verabschieden an unsere ukrainischen Kollegen und Kolleginnen und alle, die in Gefahr sind. Wir denken an sie, beten für sie und freuen uns darauf, sie nächsten Monat wiederzusehen. Und ich lade Sie ein, noch ein kleines bisschen länger dabei zu bleiben, wo jetzt Lisenkos Gebet für Ukraine, für die Ukraine gespielt wird. Herzlichen Dank. Rostli.